Willkommen zurück. Ich habe hier gerade eben in der letzten Aufnahme oder in der letzten Session hier, ja, die Session läuft ja noch, in der letzten Folge habe ich hier alles zugebaut, weil wir leider ein kleines Skelettproblem haben da draußen. Ich guck mal eben, dass ich das Vieh... Ah, ich hoffe, es ist schon tot. Ich weiß nicht so genau, wie das hier spawnen konnte, weil eigentlich alles ja gut beleuchtet ist. Ja, hier anscheinend nicht, ne? Mach ich hier auch nochmal eben. So. Da habe ich nämlich so richtig keine Lust drauf, dass ich hier getötet werde, während ich in meinem Haus bin. Das war ja eben ganz schön blöd. Aber wir haben ja noch zu tun da unten. Da machen wir jetzt auch mal weiter. Nächstes Projekt, was wir gleich angehen, ist das Feld hier abzuräumen. Mal eben gucken, ob irgendwo Creeper sind. Ja, sieht ganz gut aus. Die Kuh da hinten, die kann jetzt erstmal dran glauben. Wir haben ja da hinten unser wunderbares... unsere Kuhzucht. Da können wir uns nämlich dann auch eine vernünftige Lederrüstung wieder mitmachen. Die hatten wir ja schon mal, die ist aber ja leider wieder kaputt gegangen. Da sind nämlich schon 5 Kühe jetzt. Und mit mehr Weizen werden wir dann auch mehr Kühe haben mit der Zeit. Ich kann also hier die anderen Kühe guten Gewissens alle umbringen. Oh, schön. Mäuse. Haben wir noch mehr Kühe? Da hinten steht eine, da gehe ich aber nicht ganz hin. Das sind hier auch keine Birken. Wie sehen eigentlich Birken hier aus? Gute Frage. Keine Ahnung, aber ich glaube ja nicht so. Ich kann eigentlich mal eben hier weitergehen und gucken, ob ich hier irgendwo Birken finde. Ne, also soweit ich hier gucken kann, sind hier keine Birken. Da müssen wir dann jetzt erstmal mit dem vorlieb nehmen, was wir haben. Das ist aber ja auch nicht unser dringliches Problem eigentlich. Okay, wieder zurück. Ups. Da scheint auch irgendwie was gesprengt zu sein. Das sieht zumindest so aus. Laufi, laufi. So. Unsere Felder hier. Guck mal hier, da der Kürbis, der kommt schon so langsam. Und ich baue jetzt hier, egal ob wir da jetzt alles schon fertig haben oder nicht, baue ich jetzt mal eben alles komplett ab. Den Weizen. Um dann hier wieder 9 anzubauen. Die Samen kriegt man ja meistens zurück. Ich möchte jetzt einfach die Sachen mal ein bisschen beschleunigen hier. Ich werde übrigens dann, habe ich gerade beschlossen, das nächste Weizenfeld auch ähnlich wie Gronkh das macht aufbauen. Nicht, weil ich ihn so gerne kopiere, obwohl das auch sicherlich nicht... also ich würde das schamlos machen, wenn es mir darum nur gehen würde. Ich denke, manche Leute kann man einfach kopieren, die sind einfach so gut. Vom Unterhaltungswert her ist er ja wirklich Sahne. Auch wenn es manchmal nervt, dann er sich wieder in der Höhle verirrt oder so ein Scheiß. Sondern vor allen Dingen, weil das einfach effizienter ist. Das hier ist jetzt eine Sache, die ist platzeffizient. Normalerweise mache ich solche Farmen hier unterirdisch. Im Moment haben wir aber gar keine unterirdische Farm. Wir sind über der Erde, wir haben genug Platz. Ich werde da diesen Hügel dafür benutzen. Den bauen wir um. Und dann machen wir das mit den Wasserströmen, wie Gronkh das da macht. Ich weiß gar nicht, wie viele Felder der jeweils hat, aber ich glaube, der nimmt auch irgendwie 8 und wow, es hat fast gereicht. Mit der nächsten Ernte haben wir es. Dass er irgendwie rechts und links Wasserströme hat, das macht die Sache besser. Weil die Wasserströme, soweit ich weiß, wächst das Ganze schneller, wenn da strömendes Wasser ist. Ich will aber keine Farm bauen, so wie er das da macht, irgendwie eine Farm in dem Sinne, mache ich nicht. So, jetzt gibt es nochmal hier Futter,
für die Kühe, damit die sich nochmal paaren. Wie sieht das mit dir aus? Willst du nicht? Jawohl, so, die beiden paaren sich und die hier, die sind wohl schon. Deshalb wollte ich das da oben haben, damit ich da nämlich die Kühe vermehren kann, ohne dass ich da jedes Mal rein und raus latschen muss. Okay, was sagen die Kürbisse? Noch wächst da keiner, aber es sieht schon immer besser aus. Schön. Wir können hier nochmal eben den Teil hier abbauen, den hatte ich ja sowieso schon im Blick. Ja, was machen wir als nächstes? Ich denke, wir müssen jetzt unseren Holzvorrat sichern. Vorher brauchen wir aber eine glattere, größere Fläche. Also ich werde hier jetzt, glaube ich, diesen Berg doch komplett abbauen. Mal eben gucken, wie weit das da geht. Das könnte ein bisschen dauern. Und hier haben wir natürlich Steine ohne Ende. Die will ich eigentlich dann auch haben. Ja, also ich würde jetzt so bis hier quasi das einfach wegmachen. Machen wir mal hier so eine Linie. Erstmal so. Ich mache jetzt erstmal nur das, nur die Erde weg, weil ich da nicht immer das Werkzeug so sehr wechseln muss. Das nervt nämlich. Das ist auch meine letzte Schaufel, also wenn die hin ist, dann muss ich sowieso wieder zurück zu unserer kleinen Basis da oben. Das gefällt mir richtig gut. Seit wir aus diesem blöden Dschungel-Winter-Mist raus sind, macht mir das hier wieder richtig Spaß. Ich habe zwar wenig Zeit, aber ich hatte jetzt nicht diese Aufnahmepausen vor dieser Session hier jetzt gemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte, sondern es war einfach, die Zeit war einfach nicht da. Man muss ungestört sein, um so eine Aufnahme zu machen. Das hatte ich vorher unterschätzt, ehrlich gesagt. Ich bewundere Gronkh, seit ich das hier selber mache, immer mehr. Oh Gott, das klingt, als wäre ich hier der letzte Fanboy. Einfach weil das wahnsinnig krass ist, so konsequent zu sein und wirklich jeden Tag eine Folge hochzuladen, das ist nicht zu unterschätzen, wirklich nicht. Also Hut ab vor jedem, der das wirklich konsequent schafft. Ich mache dieses ganze Let's Play hier aus Spaß. Mir ist das nicht so wichtig, dass ich jetzt mich sklavisch an meine Sachen halte, an meine Pläne halte und so. Und insofern... Ach, das ist ja wieder Erde. Und insofern bin ich da jetzt nicht so, dass ich mir jetzt sage, ich muss unbedingt auf Teufel komm raus, jeden Tag zwei Folgen rausbringen. Das, so habe ich das nicht. Aber jeden Tag eine Folge rausbringen ist mir zu viel. So, alles hier mal eben in die Kiste. Ich rede schon wieder Mist, weil ich mich hier darauf konzentriere, dass ich hier die richtigen Sachen wegschmeiße. Alles, was ich akut nicht brauche. So. Jetzt machen wir uns ein paar Schaufelchen. Top, top, top. 1, 2, 3, 4. Ach komm. 5. So. Das reicht erstmal wieder. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, aber ich suche ja auch schon nach Gesprächsthemen hier. Ist nicht ganz so einfach, aber ja, diese Let's Play-Geschichte, also ich habe das hier angefangen, relativ blauäugig. Ich bin ja auch immer noch ein ziemlicher Noob, was das angeht und kämpfe mit der Technik rum und so Sachen. Ich habe jetzt hier gerade es immerhin geschafft, eine konstante Framerate von 30 FPS zu haben, zumindest auf Fraps. Das ist natürlich nicht das allerbeste, was man kriegen kann, aber es ist okay, finde ich. Ich glaube, das reicht aus. Zuschauer habe ich auch immer noch nicht, aber auch das juckt mich nicht groß. Ich habe ja jetzt auch den Fehler gemacht, dass ich nicht regelmäßig geuploadet habe. Ich glaube, ich werde es jetzt wirklich so machen, dass ich die Folgen alle nach Möglichkeit heute schon render und uploade, aber eben noch nicht veröffentliche und dann das einfach stückweise mache und versuche irgendwie einmal die Woche so eine Session zu machen, die dann für die Woche reicht. Ich glaube, ähnlich macht Gronkh das auch. Vermute ich jedenfalls mal. Der spielt so viele Spiele, der kann gar nicht jeden Tag immer jedes Spiel eine halbe Stunde spielen. Das macht auch keinen Spaß. Meistens ist man dann ja drin und dann will man auch weitermachen, wie ich jetzt hier. Ich habe jetzt hier gerade mein Projekt. Und das mache ich jetzt auch weiter. Das Problem bei diesem Seed, den ich hier irgendwie habe, der war ja zufällig. Ich habe mir den natürlich nicht ausgesucht, sonst hätte ich einen anderen genommen.
ist das hier auch selbst in dieser vernünftigen Klimazone hier alles sehr hügelig ist und so relativ unübersichtlich. Oh, es wird schon wieder dunkel. Relativ unübersichtlich ist. Und ich mag das gerne übersichtlich. Ich mag platteres Land. Und deshalb formen wir das hier jetzt einfach mal um, weil das geht bei Minecraft ja relativ unkompliziert, wirklich eigentlich von der Hand. So, ich gehe jetzt mal eben nach oben. Denn ich will jetzt im... Aber was ich mal eben unterwegs machen kann, ist nochmal die 5 Dinger hier einpflanzen. 1, 2, 3, 4. Das sind sogar nur 4, die ich noch brauchte. Die Erde kann man wieder wegpacken. Ich will nämlich da oben jetzt nochmal schnell die Schießscharten mit Glas vernünftig machen. Ich will nachher natürlich noch ein Obergeschoss machen, ein höheres Geschoss, wo dann mehr Glas ist und so, aber das ist jetzt im Moment einfach nicht drin. Wir müssen jetzt erstmal, wie gesagt, unsere Grundversorgung sicherstellen. So langsam kriegen wir es auch hin. Unsere Weizenfarm wird ja immer besser. Wir haben sie jetzt schon einmal komplett. Und beim nächsten Schuss produzieren wir dann tatsächlich einen Überschuss an Samen. So. Und das bedeutet... Wir können unsere Farm vergrößern, unsere Weizenfarm. Einen Schub größer brauchen wir auf jeden Fall noch, damit wir wirklich sicher gehen, dass wir immer genug zu essen haben. Ich möchte dann nämlich gerne, ich weiß noch nicht, ob ich Kekse backe oder Brot backe, aber das ist auch egal. Und ich glaube, ich mache die nächste Farm einfach auch in diesem 9er-Karo. Vielleicht. Also ich entscheide, ich kann mich nicht entscheiden. Ihr merkt, ich bin nicht entscheidungsfreudig. Dann gehen wir mal eben pennen. Zack, ich habe so ein bisschen die Zeit vergessen. Ich weiß gar nicht genau, ob ich schon wieder schneiden muss, aber ich glaube, das ist jetzt die Nacht, die wir noch durchspielen können. Ich mache das jetzt jedenfalls einfach mal und dann mache ich hier auch mal eine Aufnahmepause, also eine wirkliche Aufnahmepause. Ich habe ja auch noch andere Sachen zu tun und es reicht ja, wenn ich hier erstmal so ein Stündchen gespielt habe. Das wird dann erstmal weggerendert. Oh, ich habe gar nicht geguckt, ob hier Creeper rumlaufen. Und da haben wir Spinnen. Spinnen sind super. Wegen dem Garn und so. Also die Erfahrung ist nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung von Alchemie oder was hier bei Minecraft. Gibt es ja auch irgendwie alles. Insofern kann ich da nichts zu sagen. Aber ich glaube, man braucht ja irgendwie Erfahrung. Die wird dann verbraucht, meine ich, wenn man das einsetzt. Irgendwas macht und das glaube ich random. Ich bin mir aber auch nicht... Ich finde keine Ahnung. Ich werde hier natürlich dann den Boden auch noch einheitlich machen, dass wir einen schönen Grasboden überall haben. Und ich will hier dann eigentlich in dieser Höhe gar nicht mehr so Weizen oder so anbauen, sondern hier soll eigentlich dann so langsam auch Bäume gepflanzt werden. Im Idealfall, wenn wir sie dann nachher haben, Birken. Auch wenn es im Moment noch nicht danach aussieht, dass wir die demnächst finden. Ich muss einfach irgendwie mal in der nächsten Aufnahmesession oder sowas mal auf eine Erkundungstour gehen, dass wir die mal finden, die Birken. Die sind ja nicht blöd. So. Es wird doch, wir kriegen hier langsam immer mehr Fläche. Wie gesagt, ich hatte das ja irgendwann am Anfang mal erklärt, Birken halte ich für die besten Bäume zum systematischen Anpflanzen. Normalerweise in der richtigen Welt ist Birkenholz ja relativ weich. Zum Glück ist das bei Minecraft nicht so, dass die Hölzer unterschiedlich hart sind, zumindest soweit ich das weiß. Das heißt, man kann die komplett nach optischen bzw. auch nach
Wachstumsgesichtspunkten anbauen. Und Birkenholz hat einfach den Vorteil, dass die Birken ziemlich schnell wachsen und vor allem nicht so hoch werden. Das hat zwar dann zur Folge, dass man pro Baum weniger Holz hat, aber diese haben genau die Höhe, dass man den Baum ohne Probleme fällen kann, ohne dass man sich eine Treppe bauen muss. Und das ist nicht zu unterschätzen. Weil das kostet einfach Zeit und Nerven und so kann man da einfach durchgehen, rap, 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 fertig. Halte ich für die beste Variante. So, es geht so langsam los, dass wir hier in ein relativ steiniges Gebiet kommen. Das finde ich ganz gut. Oh, ja, das ist eine gute Idee. Machen wir alles kaputt. Nur töte mich möglichst nicht dabei. Das war jetzt ziemlich schlecht. Wo kommen die denn immer her, die Mistviecher? Ihr lacht euch bestimmt tot, weil ihr den schon die ganze Zeit gesehen habt. Aber man kriegt es tatsächlich beim selber Aufnehmen nicht mit, wenn man so am Sabbeln ist und so. Ja, ich habe es ja so gerade mal überlebt, das war aber wirklich knapp. So. Dann setze ich jetzt gleich mal meine Hacke ein. Ich habe ja sogar noch einen Ersatz. Wo warte ich denn hier jetzt? Ich hatte hier doch irgendwo einen Tunnel gegraben. Ach, der ist da hinten ganz. Ja, das dauert ja noch. Oh, ach so, falsche. Ich denke schon, oh, dauert das lange. Ich brauche Eisen. Aber ist ja Unsinn. Das Problem liegt ja, dass ich wieder mal die falsche Hacke genommen habe. Die Spitzhacke. Fürs Feld. So. Alles weg. Ich weiß, es ist gerade jetzt nicht die interessanteste Folge. Kann man auch nicht ändern. Minecraft ist nun mal ein Bauspiel und da muss man auch bauen. Wir haben immerhin hier noch das Spannende, dass wir immer in der Gefahr sind, dass uns ein Creeper von hinten erledigt. Zum Glück haben wir genug Essen. Das heißt also, ich kann hier komplett voll gefuttert alles erledigen und hat dadurch immer schnelle Regeneration von Leben. Finde ich, ist nicht zu unterschätzen. So, das schöne Nebenprodukt ist hier, dass wir auch wieder viel Stein haben. Das heißt, wenn wir diesen Hügel abgebaut haben, haben wir genug Stein, um unseren Turm da hinten zu erhöhen. Da freue ich mich natürlich drauf. Ich möchte ja gerne noch ein Obergeschoss da reinsetzen. Von der Fläche nicht ganz so groß, so eine Art Aussichtsplattform oder sowas. Finde ich einfach schön. Vielleicht so in der Höhe von dem Baum dann im Endeffekt. Von dem Tropenbaum. So, machen wir mal hier auch noch weg. Ah ja, da war es jetzt wieder. Heute ist der 6.11. übrigens, immer noch. Also wahrscheinlich lade ich das hoch an einigen Tagen später. Und in Amerika ist die Präsidentschaftswahl. Ich muss sagen, dieses Jahr habe ich das Gefühl, man hört relativ wenig darüber. Letztes Mal war ja die Sache mit Obama und so. Das war natürlich sehr viel spannender. Ich glaube, war das so? Oder? Ach, ich werde alt. Kann man die Zeiten gar nicht mehr einschätzen. Der wird auch mal für 4 Jahre gewählt. Ich glaube, ja, also ich glaube, das war der Übergang zu Obama letztes Mal. Aber ich kann auch falsch liegen. Und dieses Jahr ist irgendwie gar nichts so Dringendes da. Es hat sich herausgestellt, dass auch der schwarze Präsident, darf ich schwarz sagen, ich hoffe. Keine Ahnung, ob das politisch korrekt ist oder nicht. Was soll ich sonst sagen? Afroamerikaner. Finde ich auch bescheuert. Das sind doch Amerikaner, die kommen doch nicht aus Afrika. Also ich meine, da müsste ich sagen Euro-Amerikaner für die weißen, sogenannten weißen Einwanderer, weil die eigentlichen Amerikaner können ja eigentlich nur die Indianer sein, die aber Indianer genannt werden. Oder Native Americans, wie man so schön sagt. Ich finde das alles bekloppt.
man müsste eigentlich mal so völlig neue Begriffe finden, die irgendwie nicht vorbelastet sind, weil, wie soll man es sagen? Also ich finde, die haben halt eine dunklere Haut, schwarz sind sie auch nicht und ja auch ganz unterschiedliche Schattierungen und es gibt ja auch Leute, die haben mehr weiß als schwarz drin und sie haben halt, sehen halt so ein bisschen dunkler aus und ach Gott, oh Gott, kompliziert alles. Und eigentlich ist es ja auch Wurst. Was zählt, ist eigentlich nur die Bildung und der Charakter. Und der hat ja nun wirklich nichts mit der Hautfarbe zu tun. Gar nichts. Also leider schon oft, aber nicht angeboren, sondern gesellschaftliche Vorgaben, dass eben manche Schichten aus bestimmten Hautfarben bestehen, was auch, naja, ist halt historisch bedingt, in den USA besonders. Ich finde, in Deutschland ist das eigentlich gar nicht so wild, was das angeht, weil wir haben keine große afrikanische Einwanderungswelle hinter uns. Und daher hat eigentlich jeder da. Also die einzige große Einwanderungswelle von etwas stärker Pigmentierten ist eigentlich doch die Besatzung der USA, also amerikanischer. Und die waren ja eigentlich eher besser dran als die Leute aus dem Krieg in Deutschland. Also die hatten es ja eigentlich besser. Die waren wahrscheinlich teilweise besser gebildet, weil die eben nicht im Krieg gebildet wurden. Waren aber damals natürlich in den USA, das darf man nicht unterschätzen, auch natürlich immer noch, ja, kann man unterdrückt sagen, na, auf jeden Fall stark benachteiligt, was ja heute irgendwie immer noch der Fall ist. Aber jetzt haben wir einen Präsidenten, der, wie auch immer wir es nennen, Afroamerikaner ist. Oder was heißt wir, also die. Und das Fatale an der Sache ist, finde ich, der ist genauso wie die anderen auch. Also es gab, glaube ich, viele, die haben gedacht, oh, ein schwarzer Präsident in den USA, der wird ganz anders werden. Pustekuchen. Genau der gleiche Rotz. Ist ja auch total egal. Guck mal, wir haben auch hier in Deutschland jetzt die Merkel, ist unsere Bundeskanzlerin im Moment. Mal gucken, wie lange noch. Ich befürchte noch länger. Und also, ob der jetzt ein Mann ist und Mist erzählt oder eine Frau ist und komische Entscheidungen trifft, die manchmal gut sind und manchmal eben der letzte Dreck. Kein Unterschied in meinen Augen. Total egal. Dummerweise ist es ja auch mit den Parteien das Problem. Aber wir reden über Politik. Politik und Religion sind gefährliche Themen, habe ich mir sagen lassen. Sollte man nicht zu sehr ausbreiten, weil das schnell zu Provokationen führen kann. Andererseits, wenn ich Leute hier provoziere mit meinen Aussagen, dann habe ich ja vielleicht mehr Kommentare. Auf die hoffe ich jetzt auch. Und ich bin gerade so schön drin da im Bauen und im Sammeln, dass ich jetzt gleich einfach weitermache. Das Thema Politik lassen wir jetzt aber für heute erstmal sein. Ich mache mir hier jetzt nochmal schnell neue Werkzeuge. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Die brauche ich nämlich, die Werkzeuge. Weil ich ja gleich weiterbaue direkt. Das werdet ihr nicht merken. Für euch habe ich jetzt gleich natürlich eine Pause, weil ich eine neue Datei anfange, beziehungsweise das soll dann eben eine neue Episode werden. Aber für mich geht's gleich direkt weiter. So, Leute. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Minecraft.